Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich hat es gerade aufgerufen. Ja, im vergangenen Jahr, da gab es eine große öffentliche Debatte, auch Debatten hier im deutschen Parlament rund um Hass und Falschnachrichten, um Meinungsfreiheit, Zensur, Löschpraktiken und eben auch gesetzliche Sanktionen. Der kleinste gemeinsame Nenner bei allen Parteien war, es muss etwas passieren. Was genau, da gingen allerdings die Meinungen etwas auseinander. Das blieb auch so, nachdem die Große Koalition ein Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet noch kurz vor der Bundestagswahl verabschiedet hatte. Das Ganze trägt den offiziellen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und darum geht es jetzt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist in Kraft. Es gibt allerdings Kritik von der AfD beispielsweise, aber auch von der Linksfraktion. Erste Rednerin, Joanna Eleonora von der AfD. Der Bundestag war eigentlich gar nicht mehr beschlussfähig. Aber das hat sie nicht allzu sehr gestört. Mit rund 50 Abgeordneten beschlossen sie die Abschaffung der Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken. Die Betreiber sozialer Netzwerke sind nun verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit offensichtlich rechtswidrige Beiträge zu löschen. Tun sie das nicht, dann drohen Geldstrafen in Millionenhöhe. Was offensichtlich rechtswidrig ist, wird dabei nicht definiert. Damit wurde das Strafrecht privatisiert. Jetzt entscheiden nicht mehr Richter darüber, was strafbar ist und was nicht. Nein. Privatwirtschaftliche Unternehmen und ihre Mitarbeiter werden zu Richtern über die Meinungsfreiheit. Die Rechtsprechung wurde ausgerechnet von unserem Justizminister outgesourced. Und eines ist sicher, aus Angst vor den horrenden Geldstrafen werden die Unternehmen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig löschen. Und damit ist das NetzDG nichts anderes als Zensur, und die ist nach Artikel 5 Grundgesetz verboten. Zudem mangelt es für von Sperrungen betroffenen Nutzern an klaren Einspruchsmöglichkeiten. Unzählige User, darunter angesehene Publizisten, werden ohne Angabe von Gründen gelöscht und gesperrt. Wer sich keinen Anwalt leisten kann, um Einspruch zu erheben, der hat eben Pech gehabt. Herr Maas und seine Kollegen, die dieses unsägliche Gesetz in Kraft gesetzt haben, behaupten, es ginge um Hass und um Hetze. Meine Damen und Herren, seien wir doch einfach mal ehrlich. Mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke im Internet haben sich neben Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitere Plattformen des Pluralismus und des Meinungsaustausches entwickelt, die zum traditionellen Medien in Konkurrenz treten. Doch im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der vor allem zu einem Spielplatz der Parteien verkommen ist und den die Bürger mit rund 8 Milliarden Euro im Jahr zwangsfinanzieren müssen, sind die sozialen Netzwerke durch finanzielle und politische Unabhängigkeit gekennzeichnet. Und genau das ist das Problem für Sie. Es geht nicht um das Aufspüren von Straftätern oder von Straftaten. Nein, Sie, Herr Maas, Sie wollen die Diskurshoheit zurückgewinnen, die von den parteikontrollierten Medien in die freien und sozialen Netzwerke abgewandert ist. Sie haben schlicht Angst vor einer freien und ehrlichen Debatte über die wahren Probleme unseres Landes. Sie, Herr Maas, und all die, die diesem Gesetz zugestimmt haben, sind nicht in der Lage, echte Meinungsfreiheit zu akzeptieren. Es ist verständlich, das ist unter Linken so üblich. Ein Blick in die Geschichte des Sozialismus beweist das eindrücklich. Übrigens sind wir von der AfD nicht die Einzigen, die der Meinung sind, dass dieses Gesetz eine Schande für Deutschland ist. Die Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf in der Anhörung im Rechtsausschuss dieses Bundestages am 19. Juni 2017 haben den Verrat am Bürger offengelegt. Reporter ohne Grenzen sprach davon, dass das Gesetz gänzlich ungeeignet sei, um die sogenannte Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte zu unterbinden. Stattdessen griffen die Maßnahmen des NetzDG unverhältnismäßig stark in die Presse- und Meinungsfreiheit ein und könnten die Kommunikationsfähigkeit im Internet nachhaltig beschädigen. Diese Kritik teilt der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit David Kay. Ja, selbst die Vereinten Nationen haben sich hier eingeschaltet, weil das Gesetz eine solche Ungeheuerlichkeit ist.
Auch der wissenschaftliche Dienst dieses Hauses legt zahlreiche Mängel und handwerkliche Fehler des Gesetzes offen. In seiner Ausarbeitung hat der Heiko Maas bescheinigt, dass sein Eingriff in die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese Bedenken und Einsprüche haben Sie ignoriert. Sie haben das Gesetz trotz dieser fundierten Kritik verabschiedet. Aber eines der wichtigsten Elemente unseres Grundgesetzes ist die Meinungsfreiheit und der Meinungsstreit in der öffentlichen Debatte. Nur der Austausch verschiedener Meinungen und damit kontroverser Meinungen gewährleistet und sichert den Pluralismus. Und ja, nicht alle Meinungen sind bequem, aber wir müssen sie trotzdem ertragen. Das ist Demokratie. Werte Kollegen, die AfD gibt Ihnen die Gelegenheit, sich weiter zu dieser Demokratie zu bekennen und den Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit zurückzunehmen. Die Rechtsdurchsetzung gehört nicht in private Hände, sondern in die öffentlicher Gerichte. Wer anerkennt, dass die Freiheit und damit auch die Meinungsfreiheit unser höchstes Gut ist, der kann nur mit uns für die ersatzlose Aufhebung dieses Gesetzes stimmen. Vielen Dank. Joanna Kota war das für die AfD-Fraktion. Seit 1. Oktober ist das Gesetz, auf das Sie hier Bezug nahmen, in Kraft. Online-Netzwerke wie Facebook, Twitter etc., die sollen ja demnach offenkundig strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach dem Hinweis darauf löschen. Die AfD bringt hier einen Gesetzentwurf ein und möchte das Gesetz komplett wieder aufheben. Jetzt geht es weiter in der Debatte mit der nächsten Rednerin, Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU-Fraktion. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist schwierig, in 5 Minuten all das aufzugreifen und zu widerlegen, was hier gerade vorgetragen worden ist. Ein Zerrbild des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Sie und in Meier Allianz, auch hier wiederum mit den Linken zusammen, meinen, für Meinungsfreiheit, für vermeintliche Freiheit auch da noch kämpfen zu müssen, wo es längst um strafbare Inhalte geht und wo es um Geschäftsmodelle von großen Plattformen geht, die daran Millionen verdienen. Wir nehmen diese Rechte der Schreiber in den sozialen Netzwerken und auch das Geschäftsmodell der Plattformen durchaus ernst. Aber wir machen uns auch Sorgen um die Betroffenen, um die Opfer von Straftaten im Netz, die bei Ihnen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Wo kommen die bei Ihnen überhaupt vor? Zum Glück gibt diese Debatte, die wir ja heute hier in erster Lesung beginnen, Gelegenheit, hier einiges klarzustellen. Und da ist falsch, dass Sie meinen, dass sich dieses Gesetz gegen die freie Debatte im Internet richtet. Ich möchte richtigstellen, zunächst, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ändert überhaupt nichts an der Frage des materiellen Rechts, was noch von freier Meinung geschützt ist, was davon gedeckt ist und wo eben die Grenze zur Strafbarkeit verläuft. Das ist definiert im Strafgesetzbuch und ändert sich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in keiner Weise. Meinungsfreiheit ist bei uns in unserer Demokratie ein essentielles Grundrecht. Sie ist deshalb frei, sie ist sehr weit gefasst. Sie deckt auch massive Kritik gegenüber der Regierung, gegenüber der Politik. Sie kann abseitig, sie kann absurd, sie kann abstrus sein. Wir erleben ja hier auch Beispiele dafür. Es gibt keinen Meinungs-TÜV und niemand hat Zensur zu befürchten oder staatliche Sanktionen. Das ist die Meinungsfreiheit in den Grenzen des Grundgesetzes, begrenzt durch die allgemeinen Gesetze, durch die Gesetze zum Schutz der Ehre und der persönlichen Ehre und zum Schutz der Jugend. Das sind allgemeine Gesetze, eben auch im Strafrecht. Aber für uns ist klar, wir akzeptieren nicht, dass die großen Plattformen von Unternehmen wie Facebook, Twitter oder Google meinen, sie könnten ihre selbst definierten Gemeinschaftsstandards an die Stelle unserer demokratisch legitimierten Gesetze stellen. Für uns ist klar, im Netz darf es keinen Freibrief geben für Beleidigung und Bedrohung, auch nicht unter dem Schutzmantel der Anonymität. Wir brauchen hier Regeln, die diese großen Player der modernen Kommunikation verpflichten, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. Und was für andere Medien selbstverständlich ist,
Das muss hier eben auch für die Social Media gelten. Auch die müssen in eigener Verantwortung prüfen. Das ist für Verlage völlig selbstverständlich. Auch die müssen prüfen, ob in ihren Beiträgen oder auch in den Leserbriefen ihrer Rubrik strafbare Dinge stehen. Wenn sie das zulassen, dann haftet der Herausgeber oder der Redakteur, also etwas ganz Normales, nichts Neues für die Netzwerke. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um die Grundsatzfrage, und das ist auch eine Machtfrage, wer rechtlich und tatsächlich die Regeln im Netz bestimmt. Sind das die Facebooks dieser Welt? Das ist anscheinend Ihr Standpunkt. Und ich will Ihnen vorlesen, wie Facebook das meint und auch praktiziert. Da heißt es nämlich in deren allgemeinen Geschäftsbedingungen: Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest, entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen diese Erklärung, bzw. unsere Richtlinien verstoßen. Also, soll das der Maßstab sein? Oder sind das unsere Gesetze, die dann auch durchgesetzt werden müssen? Das ist unsere Meinung, und das ist das Ziel und der Zweck des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Deshalb verpflichtet es die Plattformen zu drei Dingen. Es verpflichtet sie zu einem effektiven Beschwerdemanagement mit qualifizierten Mitarbeitern in ausreichender Zahl. Es muss eine Kontaktperson öffentlich gemacht werden, eine erreichbare Adresse, damit man überhaupt weiß, wohin man sich wenden kann als Betroffener oder auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Und drittens gibt es die Pflicht, nach einem gerichtlichen Beschluss auch die Kontaktdaten mitzuteilen, damit man einen anonymen Schreiber überhaupt identifizieren kann, jedenfalls das versuchen kann. Das ist keine Privatisierung des Rechts, da irren Sie, sondern es ist im Gegenteil die Durchsetzung des Gesetzes, das an die Stelle der privaten, selbstgemachten Standards tritt. Und auch die Gefahr des Overblockings haben wir im Gesetzgebungsverfahren ausgeräumt. Es droht nämlich kein Bußgeld dann, wenn man zu einer anderen Entscheidung im Einzelfall kommt, sondern ein Bußgeld darf nur verhängt werden, wenn diese Pflichten systematisch nicht erfüllt werden. Wenn also grundsätzlich abgelehnt wird, ein Beschwerdemanagement zu machen oder grundsätzlich bestimmte Straftaten dann eben nicht entsprechend behandelt werden. Und es gibt eine Exit-Strategie für die Plattformen, die wir Ihnen ganz bewusst eingeräumt haben. Sie haben die Möglichkeit, die Fälle, die aus Ihrer Sicht nicht klar sind, rechtmäßig ja oder nein, auch völlig ohne Zeitdruck innerhalb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gremium zu geben, das dann diese Entscheidung in eigener Verantwortung trifft, völlig ohne Druck, ohne vorgegebenes Ergebnis. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir gerne auch noch ausbauen wollen, wenn die Plattformen sich dieser Möglichkeit noch nicht bedienen. Sie senden ein fatales Signal, dass Ihnen die Durchsetzung des Rechts im Internet nicht wichtig ist. Wir sind überzeugt, dass wir diese Regeln brauchen, und wir scheuen die Debatte nicht. Danke. Für die SPD hat das Wort Dr. Johannes Fechner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Hass und Hetze im Netz, das ist leider heutzutage keine Ausnahmeerscheinung mehr. Wir alle kennen von unseren eigenen Profilen, von Kollegen, von Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern oder mit der Polizei, mit welcher Wucht und vor allem mit welcher Intensität und strafbarer Weise im Internet gehetzt wird. Da geht es um Volksverhetzung, um üble Beleidigungen, um Mobbing und um Bedrohungen bis hin zu Mordaufrufen. Und weil leider allzu oft solche Worte dann auch zu Gewalttaten führen, mussten wir gegen vorgehen. Und deswegen war es richtig, dass wir gegen Hass und Hetze und gegen Straftaten im Internet dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen haben. Das war eines der wichtigsten Gesetze der letzten Legislaturperiode. Es war richtig. Dank an Justizminister Maas für seine Initiative. Dank an die Opposition für wertvolle Anregungen und Dank an alle Abgeordneten der Koalitionsfraktion der letzten Wahlperiode für dieses Gesetz. Es war richtig, dass wir die sozialen Netzwerke in die Pflicht genommen haben.
Denn wer Milliarden verdient, Milliarden Umsätze macht, den trifft auch die Verantwortung dafür, dass es keine Straftaten in seinem Netzwerk geht. Und deswegen war dieses Gesetz wichtig, denn damit verhindern wir Einschüchterungen von Bürgerinnen und Bürgern und damit sichern wir erst die Meinungsfreiheit, dass jeder seine Meinung äußern kann, ohne bedroht zu sein. Und wohlgemerkt, die Meinungsfreiheit wird durch dieses Gesetz nicht im Ansatz verletzt. Nur offensichtlich strafbare Inhalte müssen gelöscht werden. Wenn es Zweifel gibt, ob ein strafbarer Inhalt vorliegt, dann greift die regulierte Selbstregulierung. Und das soziale Netzwerk muss dabei auch nicht ständig jeden Inhalt kontrollieren, sondern nur auf Beschwerden reagieren. Und nur eine Behörde kann Bußgelder verhängen, nicht Facebook selbst. Wo kämen wir dahin? Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, von einer Privatisierung des Rechts kann in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rede sein. Und das wichtigste Element unseres Gesetzes, das hat breite Zustimmung erfahren, vom Richterbund bis hin zu den Polizeibehörden oder auch in der Internet-Community. Endlich haben wir in Deutschland die Verpflichtung, dass soziale Netzwerke eine Zustellperson in Deutschland benennen müssen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Unterlassungsansprüche in Deutschland geltend machen und nicht im Ausland, etwa Karibikstaaten, wo immer auch die sozialen Netzwerke angeblich ihren Sitz haben. Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden haben einen Ansprechpartner vor Ort. Das war ein Meilenstein dafür, dass Unterlassungsansprüche durchgesetzt werden konnten hier in Deutschland. Und Ihnen von der AfD, Ihnen geht es doch gar nicht darum, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Ihnen geht es darum, auch weiterhin Hass und Hetze im Internet zu ermöglichen, wie wir es von Ihren Leuten hören. So hetzte etwa die AfD. Politikerin Janet Ihme, AfD-Landesvorstandsmitglied im Saarland, die hat in Facebook so übel gegen Zuwanderer gehetzt, dass sie zu Recht zu 90 Tagessätzen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Und genau gegen solche Leute ist dieses Gesetz. Dagegen wollen wir vorgehen. Es darf keine Rechtsfreiheit im Internet geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Übrigen, Ihr Antrag ist so dünn und so schlampig begründet, dass wir ihn allein deswegen schon nicht zustimmen können. Das mag möglicherweise daran liegen, dass Sie andere Arbeitsprioritäten haben. In der Bild-Zeitung war zu lesen, dass Sie für über 10.000 Euro Kuchen und Schnittchen bestellen. Also ganz offensichtlich beschäftigen Sie sich lieber mit solchen Dingen. Sie verfuttern Steuergelder, anstatt ordentliche Anträge zu stellen. Und das zeigt, Sie taugen nicht einmal als Protestpartei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hass und Hetze haben ein beängstigendes Ausmaß erreicht. Ein Satz noch zu den Linken. Ihre Änderungsanträge sind ja so minimal, wenn man sich vor Augen hält, dass Sie letzte Legislaturperiode alles abgelehnt haben von der GroKo, dann ist es, glaube ich, ein großes Lob und ein einen modernen Wobei, der Versprecher darf sein. Die Zeiten sind vorbei, wobei ich genau solche Dinge, solche Vorschläge mir durchaus aus Ihrem Munde vorstellen könnte. Das ist eben nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wenn man sich Ihre Facebook-Profile anschaut, was Sie für Meinungen verbreiten, was Sie für Meinungen stehen lassen, mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten, dann ist doch eindeutig, Ihnen geht es nicht um Meinungsfreiheit. Sie wollen Hetze und Hass im Netz straflos lassen. Darum geht es Ihnen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir können Hass und Hetze im Internet so nicht stehen lassen. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam als anständige Demokraten solche dünnen und schlampigen Anträge ablehnen. Vielen Dank. Johannes Fechner war das für die SPD-Fraktion. Und das ging in Richtung der AfD-Fraktion, die hier einen Gesetzentwurf vorgelegt haben zur Aufhebung des entsprechenden Gesetzes zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Nicola Beer jetzt für die FDP, die Generalsekretärin. Kolleginnen und Kollegen, Demokratie lebt vom Diskurs, vom Austausch von Meinungen, Positionen, Vorschlägen, pointiert, auch kontrovers. Und ich finde, die Bundesrepublik Deutschland hat in der Vergangenheit eher darunter gelitten, dass wir nicht genug Diskurs hatten, denn zu viel. Aber ja, sollten Sie sich nicht zu früh freuen von der AfD, denn wir als Freie Demokraten, wir sagen, die sozialen Netzwerke, sie haben in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber anders als Sie, meine Damen und Herren, sehen wir soziale Netzwerke nicht als einen rechtsfreien Raum an. Anders als Sie, meine Damen und Herren,
geht es uns nicht um Systemschelte, sondern um Bürgerrechte. Und die Freien Demokraten, sie wollen anders als die AfD effektiv gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung und Hasskommentare im Netz vorgehen. Doch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU/CSU, das wollen wir auf einer rechtssicheren Grundlage machen. Und genau das ist der Grund, warum die Freien Demokraten heute hier für den nächsten Tagesordnungspunkt ein eigenes Gesetz vorgelegt haben, das wieder die richtige Balance zwischen Rechtsstaat auf der einen Seite und den Möglichkeiten des Eingriffs auf der anderen Seite herstellt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Denn für uns ist klar, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Sie hier gerade in einem nochmaligen kurzfristigen Zusammenfinden der Großen Koalition so gefeiert haben, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, es ist ein schlecht gemachtes Gesetz, für das es keine Gesetzgebungskompetenz gibt, jedenfalls nicht hier im Bund, und das die Meinungsäußerungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Rundfunkfreiheit und die Pressefreiheit verletzt, indem es den Betreibern privater Plattformen weitreichende Entscheidungsbefugnisse macht im Hinblick auf den Eingriff durch Löschen und Sperren, Herr Kollege Fechner. Und das ist eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, die nichts mehr mit unserem Rechtsstaatsprinzip zu tun hat. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von der AfD? Bitte schön. Verehrte Kollegin, sind Sie wirklich der Meinung, dass wir dem Rechtsstaat und der demokratischen Meinungsfreiheit einen Gefallen tun, wenn wir zulassen, dass juristisch definierte Begriffe wie Beleidigung und Verleumdung ersetzt werden durch völlig undefinierte Begriffe wie Hate Speech und Fake News? Und sind Sie weiter der Meinung, dass es zu verantworten ist, dass wir solche juristische Beurteilung nun tatsächlich Mitarbeitern von Facebook und Twittern übertragen? Sehr geehrter Herr Kollege, genau solche Begriffe werden Sie deswegen in dem heute hier vorliegenden Vorschlag der Freien Demokraten nicht finden. Wir setzen an am bestehenden Rechtsrahmen. Wir setzen an der bestehenden Gesetzgebungskompetenz, die eben hier gesplittet ist zwischen Bund und Ländern. Und wir wollen ein regelrechtes, verfassungskonformes System, aber das trotzdem auch die Bürgerrechte gegen Beleidigung, gegen Diskriminierung auch im Netz durchsetzt. Und dazu gehört dann eben auch, und deswegen ist es so wichtig, heute hier das NetzDG aufzuheben und durch die Regelung der Freien Demokraten zu ersetzen, dazu gehört eben auch, dass die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie zwar geschmacklos, aber im Sinne unserer Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie, Herr Kollege Fechner, schon die Grenze der Strafbarkeit überschreitet, ob sie eine Beleidigung, eine Verleumdung oder vielleicht sogar Volksverhetzung ist, das kann und darf man Privaten nicht zur Entscheidung überlassen. Das ist alleine Sache der dazu berufenen Behörden. Das ist Sache von Polizei und Justiz in unserem Rechtsstaat. Und genau dieses System müssen wir wiederherstellen. Dazu werden wir Polizei und Justiz besser ausstatten müssen. Denn ja, es ist schwieriger geworden, hier hinterherzukommen. Ja, in der Zeit der sozialen Netzwerke verbreiten sich solche Äußerungen sehr schnell, sie verbreiten sich sehr weit und sie halten sich auch hartnäckig. Doch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, es wird eben dem Anspruch nicht gerecht, es ist sogar gefährlich, denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit seiner Kombination aus Löschungsverpflichtung und Bußgeldbedrohung, es führt zur Umkehrung des Prinzips. Früher hieß es im Zweifel für die Freiheit, reden Sie mal mit den Plattformbetreibern. Mittlerweile heißt es im Zweifel löschen. Und genau das greift in Bürgerrechte ein. Und genau deswegen muss dieses Gesetz aufgehoben werden. Wir als Freie Demokraten, wir legen Ihnen einen eigenen Vorschlag vor, denn die Lücke, und da tun Sie uns mit der Debatte, wie Sie sie hier führen, keinen Gefallen, denn die Lücke, die die AfD ziehen will, die lehnen wir ab. Aber leider ist auch der Gesetzentwurf der Linkspartei hier nicht geeignet. Sie wollen Auskunftsansprüche streichen, die wir dringend brauchen. Frau Kollegin, es gibt eine weitere Zwischenfrage. Lassen Sie die zu. Ich hätte jetzt den Gedanken gern zu Ende geführt, aber bitte schön. Es gibt noch eine Zwischenfrage aus den Reihen der AfD. Darf ich es nicht benutzen?
Ich wollte Ihnen, sehr geehrte Frau Kollegin, die Frage stellen, inwiefern sich Ihr Beitrag eigentlich vom Beitrag der AfD-Fraktion unterscheidet. Ich glaube, 1:1 wurde hier gerade das schon mal vorgebracht und gesagt. Wer aufmerksam zuhört, der hört auch die Unterschiede. Vielleicht legen Sie einfach unser Gesetz neben das Ihre, dann sehen Sie die Unterschiede. Und ich erkläre nur zum Schluss hin, dass wir der Meinung sind, dass es die überflüssigen Berichtspflichten, die Sie als Linkspartei festschreiben wollen, in dieser Form nicht braucht und gleichzeitig das von Ihnen erhaltene Beschwerdeverfahren nicht auf eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes fußt. Deshalb noch einmal, wir werden nachher die Gelegenheit haben, den FDP-Vorschlag entsprechend zu diskutieren. Das ist die richtige Lösung, das findet die richtige Balance. Herzlichen Dank. Nicola Beer war das für die FDP, die Generalsekretärin. Der entsprechende Gesetzentwurf der FDP, der ist in der Tat erst in der nächsten Debatte, also im nächsten Debattenpunkt hier dem Bundestag, wird er vorgelegt werden. Und jetzt geht es in der Tat um die Gesetzentwürfe von der AfD und auch von der Linken. Hören wir jetzt für die Linke Anke Domscheit-Berg. Als Netzaktivistin habe ich auch große Probleme mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dennoch kommen wir als Linksfraktion zu ganz anderen Schlussfolgerungen als AfD und FDP, die die vollständige Abschaffung des Gesetzes fordern. Ich möchte unsere Kritikpunkte noch einmal kurz ansprechen. Wir sehen immer noch die Gefahr der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, denn auch eine regulierte Selbstregulierung ist kein Bestandteil der deutschen Justiz. Und hinsichtlich der behaupteten Neutralität dieses Gremiums würde ich schon gerne wissen, wer eigentlich bestimmt, welche Mitglieder da drin sitzen, wer sie bezahlt und wer es kontrolliert. Wir sehen weiterhin nach wie vor auch ein Risiko der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Gefahr des Overblockings. Es ist schlicht auch eine Frage der Größenordnungen. Facebook hat 31 Millionen aktive Nutzer in Deutschland. Als profitorientiertes Unternehmen hat es da genau zwei Möglichkeiten, das Problem von Meldungen zu lösen. Entweder entscheidet Software, eine künstliche Intelligenz, oder schlecht bezahlte Menschen mit juristischer Minderqualifikation, und zwar im Akkord. Beides muss zwangsläufig zu Overblocking führen, zum Löschen von Inhalten, die überhaupt nicht mitgemeint waren. Wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit seinen schwammigen Formulierungen hat auch der Antrag der AfD sehr starke handwerkliche Fehler. Denn er fordert die Zurücksetzung des Telemediengesetzes in den Stand vom 30. September und würde damit durch die Hintertür die Abschaffung der Störerhaftung rückgängig machen. Offene WLANs wären dann wieder von Abmahnungen bedroht und das will echt keiner. Wir halten das Gesetz aber auch für ineffektiv, denn zum Beispiel auf der russischen Plattform V-Kontakte gibt es schon seit 2013 für den Selbstbezeichnung Fall der Fälle eine offizielle Gruppe der AfD, deren User angeben, dass sie wegen Sperrungen auf Facebook dort sind. Bleibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner Fassung unverändert, wird dort bald sehr viel mehr los sein, denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift dort und auf anderen Plattformen nicht. Der Hass zieht einfach um. Das Gesetz ist außerdem ein Ablenkungsmanöver von staatlichem Versagen. Ich zitiere aus einer Hassnachricht an mich. Du Fischfotze, lass dich vom Nigger totficken und deine Familie gleich mit. Unwertes Leben wie dich braucht niemand. Ich hatte sie vor über einem Jahr angezeigt, ohne Ergebnis. Als Feministin mit linkem Wertegerüst fühle ich mich als Freiwild, weil Justiz- und Ermittlungsbehörden flächendeckend versagen und nicht, weil ein Posting nicht schnell genug gelöscht worden ist. Ich vermisse eine Initiative der Bundesregierung zur Aufstockung und Ausbildung von Personal und bei Ermittlungsbehörden. An effektiverer Strafverfolgung hat die AfD jedenfalls kein Interesse, sonst stünde dazu auch etwas in ihrem Antrag. Und sonst hätte ihr allseits berüchtigter Spitzenpolitiker Höcke auch nicht in einer internen Mail von 2015 die Legalisierung folgender Straftatbestände gefordert: Volksverhetzung, Aufruf zur Gewalt, Verbreitung von Propagandamitteln verbotener Parteien und das Leugnen der Verbrechen des Nationalsozialismus. Die AfD hängt sich ein liberales Deckmäntelchen um, damit Hass im Netz weiterwirkt.
Deshalb bitte ich Sie um Ablehnung des Antrages der AfD und um Zustimmung für den alternativen Vorschlag der Linksfraktion, der die schädlichen und ineffektiven Bestandteile des NetzDG wie genaue Löschvorgaben und damit verbundene Bußgelder aufhebt. Alle sinnvollen wie zustellfähige Ansprechpartner, Berichts- und Beschwerdeprozesse aber beibehält, was die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erleichtert, ohne Grundrechte zu verletzen. Lassen Sie uns zusätzlich demokratische Kräfte und politische Bildung stärken und mit der Zivilgesellschaft nach Lösungen suchen, die dazu beitragen, den Hass in unserer Gesellschaft dem Boden zu entziehen. Vielen Dank. Anke Domscheit-Berg war das, die für die Linksfraktion hier noch einmal den Unterschied deutlich gemacht hat, was die Linke möchte, nämlich eine Veränderung des NetzDG. Wenn Sie länger zuhören, wissen Sie, dass es dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit diesem Bandwurmtitel. Also die Linke möchte eine Teilaufhebung beispielsweise, damit nicht mehr Inhalte gelöscht würden als nötig. Jetzt Tabea Rösner für die Grünen. Debatte erhalten zu wollen, das ist von der Zielsetzung genauso löblich wie bemerkenswert. Denn ich kenne keine andere Partei, die in den vergangenen Jahren so häufig vor Gericht gezogen ist, um gegen Meinungsäußerungen vorzugehen, wie die ihre, übrigens meist erfolglos, und das ist auch gut so. Ansonsten entnehme ich weder Ihrem Gesetzentwurf noch Ihrer Rede eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser komplexen Materie. Sie sind einfach nur dagegen, Lösungen schlagen Sie nicht vor, und dabei sind Sie doch angetreten, um zu gestalten. Wir haben in der letzten Wahlperiode in der Tat heftig über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gestritten. Und man muss manches an diesem Gesetz kritisieren: das überstürzte Gesetzgebungsverfahren, das Wegschieben umfassender rechtlicher und verfassungsrechtlicher Bedenken. Das alles hat meine Fraktion benannt und auch, wie eine sinnvolle Regulierung aussehen könnte. Wir wollen die viel zu kurzen Löschfristen um bestimmte Rechtsbegriffe und fehlende Verfahrensregeln angehen, die Overblocking in Kauf nehmen. Und es fehlt ein Putback-Verfahren zum Wiedereinstellen unrechtmäßig gelöschter Inhalte. Und die regulierte Selbstregulierung muss genauer herausgearbeitet, wie auch die Staatsferne bei der Aufsicht gewährleistet werden. Und so stellt sich auch die Linke anders auf und bringt einige konstruktive Vorschläge ein. Zumindest werden hier die guten Ansätze des Gesetzes erhalten, wie die Bußgelder und der Zustellungsbevollmächtigte, der am Ende ja zum Glück noch aufgenommen wurde. Bei aller Kritik steht doch eines fest: auf eine Regulierung zu verzichten, bedeutet eben nicht, Meinungsfreiheit zu erhalten und sachliche Debatten zu fördern. Gegen Verleumdung und Volksverhetzung vorzugehen, ist daher keine Zensur, sondern ein Beitrag zur Zivilisierung des Netzes. Und sind es nicht gerade Sie, die immer schnell nach Sicherheit und Ordnung rufen? Sie wollen aber auf gar keinen Fall rechtsfreie Räume entstehen lassen, aber in digitalen Räumen wollen Sie nicht mal Mindestvoraussetzungen für die Einhaltung rechtlicher Regeln. Das bedeutet, dass im Netz strafbare Äußerungen weiter kursieren können, dass Posts, in denen zu Gewalt gegen Personen aufgerufen wird, mit Veröffentlichungen ihrer Adressen nicht gelöscht werden müssen. Das ist unverantwortlich. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben wir aber die Verantwortung, Lösungen für dringende und komplexe Probleme zu finden. Aber mehr als ein bloßes Nein wollen oder können Sie offensichtlich nicht liefern. Und da fällt es Ihnen schon leichter, undifferenziert auf das vorgebliche Meinungskartell der öffentlich-rechtlichen Sender und Zeitungsverlage einzuschlagen. Bei aller Kritik, die im Einzelnen an diesen Medien geäußert werden kann, sollte eins nicht vergessen werden: Qualitätsjournalismus ist eines der Bollwerke gegen Irrationalität und Verrohung des öffentlichen Diskurses. Er verdient unsere kritische, aber konstruktive Begleitung. Genauso wie der Staat die Erfüllung der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleisten muss, ist er auch verpflichtet, die sozialen Netzwerke in die Rechtsordnung des freiheitlichen Rechtsstaates einzubinden.
Dieses Feld komplexer Abwägungen taugt übrigens nicht zur populistischen Profilierung durch wen auch immer. Eine Regulierung, die noch überwiegend aus der analogen Welt stammt, muss gut durchdacht in die digitale Welt transformiert werden. Und dabei geht es um den Erhalt von Meinungsfreiheit und um Regeln, die einen demokratischen Meinungsbildungsprozess erst ermöglichen. Es geht um eine offene und pluralistische Debatte in unserer Gesellschaft, angetrieben durch Menschen, die auf Augenhöhe und sachlich miteinander kommunizieren. Lügen und strafbare Äußerungen, deren unzähliges Verbreiten und Teilen, das Menschen zerstören kann, müssen bekämpft werden, ohne den Diskurs abzuwürgen. Eine schwierige Aufgabe, die verlangt, Verantwortung zu übernehmen für das Ringen um verhältnismäßige Lösungen. Vielen Dank. Tabea Rösner war das für die Grünen und der nächste Redner Thomas Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass man über manche Dinge jetzt auch mal im Deutschen Bundestag diskutieren kann, weil es so als Mythos und Legende durch die sozialen Medien wabert. Also, meine Damen und Herren, wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen und wir haben dazu eine Anhörung im Rechtsausschuss gemacht. Und diese Anhörung im Rechtsausschuss wurde ja sogar schon hier heute von den Antragstellern zitiert. Und ich glaube, alle, und das unterscheidet auch den Antrag, den die FDP und die Linkspartei eingebracht haben, von dem Antrag der AfD, dass in dieser Anhörung des Rechtsausschusses alle Praktiker aus der Justiz deutlich gemacht haben, dass die Durchsetzung deutschen Rechts gegenüber amerikanischen sozialen Plattformen kaum möglich ist. Warum? Weil diese Unternehmen ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Und es überhaupt keinen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland bei diesen Unternehmen gibt. Und deshalb ist eins der Module dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass wir Unternehmen wie Facebook und andere dazu zwingen, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Denn die Praktiker von Polizei und Justiz sagen uns, alles, was man an Durchsetzung von deutschem Recht vornehmen möchte, das geht dann nur über ein Rechtshilfeersuchen nach Irland mit einem unendlichen Papierkrieg, monatelangem Gehampel. Und was ich interessant finde, ist, dass die Partei, die sich vermeintlich für Recht und Gesetz ausspricht, als einzige Partei im Deutschen Bundestag hier heute einen Antrag vorlegt, dass diese Unternehmen keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten mehr haben sollen und nicht mehr deutschem Recht und Gesetz unterliegen. Und das müssen Sie Ihren Wählern einmal erklären. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Nein, das ist nichts anderes. Sie müssen sich überlegen, Sie sind hier nicht im Schülerparlament, sondern im Deutschen Bundestag, was Sie hier genau beantragen. Und Ihr Gesetzentwurf verrät Sie. Ihr Gesetzentwurf verrät Sie, weil das, was Sie schreiben, heißt, dass diejenigen, die möglicherweise mit Ihnen sympathisieren und nicht wissen, wo hier die Grenzen des Rechtsstaates sind, dass die künftig keinerlei Sanktionen und am Ende sich nicht mehr deutschen Gerichten und Staatsanwälten stellen müssen. Und das darf nicht passieren. In der Sache kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob dieses Gesetz richtig oder falsch ist. Und das Interessante daran ist, es gilt ja noch gar nicht. Es tritt ja erst zum 1. Januar, wird es tatsächlich wirken. So, und wenn das ganze Gesetz wirkt, dann werden wir einmal schauen, was am Ende daraus wird. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass es zwischen der Union und der SPD durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen bei der Verhandlung darüber gab. Die SPD wollte, dass Unternehmen möglichst viel am Ende dazu beitragen, dass gelöscht wird. Wir wollten eine Selbstregulierung haben, nach dem Vorbild, wie man das auch von Computerspielen zum Beispiel kennt, wo unabhängige Leute Entscheidungen treffen und nicht die Unternehmen selbst. Wir haben uns auf einen Kompromiss verständigt, der Anreize zur regulierten Selbstregulierung hat. Leider nutzt Facebook die Möglichkeit eben nicht, sich aus dem Vorwurf herauszuziehen, dass sie selber im Zweifelsfall eher löschen, als das Prinzip auch unbequemer Meinung zu akzeptieren.
Und deshalb sage ich nur auch an FDP und Grüne gerichtet, wir hätten hier eine schöne Novelle dieses Gesetzes machen können. Wir hätten hier eine schöne Novelle machen können und hätten zum Beispiel an das anknüpfen können, was zum Beispiel in den Paragraphen 30 des Rundfunkstaatsvertrags und Folgendes steht. Nämlich, dass der, der eine besonders große Meinungsmacht hat, auf Vielfalt zulassen muss. Und dazu könnte auch ein Rechtsanspruch auf Darstellung gehören. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf und freue mich auf die weiteren Diskussionen zu dem Thema. Vielen Dank. Thomas Jatzombeck war das. Und während seiner Rede, wie Sie bemerkt haben, ist die Sitzungsleitung gewechselt. Bevor ich den weiteren Redner aufrufe, möchte ich gerne der Kollegin Petra Nikolaisen aus Schleswig-Holstein zu ihrem heutigen Geburtstag herzlich gratulieren. Genau, Wolfgang Kubicki hat jetzt als Bundestagsvizepräsident die Sitzungsleitung übernommen und eine Landsmännin aus Schleswig-Holstein, die bekam von ihm dann gleich mal hier Glückwünsche. Als nächstes Dr. Jens Zimmermann, SPD. So, jetzt der wirklich nächste Redner, Jens Zimmermann für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, feststellen, eine muntere Debatte. Das ist gut für den Bundestag, weil die Thematik, die wir beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz diskutieren, ja keinesfalls beendet ist. Und es ist eben schon mal kurz angeklungen. Und wenn Thomas Jatzombeck noch mal 4 Minuten gehabt hätte, hätte er da vielleicht noch mehr dazu sagen können, dass wir die Erfahrungswerte ja bisher noch gar nicht haben, weil die Übergangsfrist erst am 1. Januar endet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehr genau schauen, wie dieses Gesetz Anwendung findet. Aber die Anträge heute hier auf Abschaffung bzw. Änderung, die sind da an der Stelle doch so ein bisschen schwierig. Und das hat man in der Debatte ja auch gespürt. Vor allem die Argumente hier von der rechten Seite, die waren ja doch ein bisschen flach, möchte ich sagen. Wir müssen aber, wenn wir über dieses Gesetz diskutieren, ja auch mal ein bisschen in die Historie schauen, was hat eigentlich den Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode dazu gebracht, dieses Gesetz genauso zu verabschieden. Und da war ja ein ganz großer Vorlauf. Wir haben mit den Unternehmen zusammengesessen. Es gab viele Appelle, da entsprechend auch freiwillig tätig zu werden. Und jeder, der bei Facebook, bei Twitter und Co. sich anmeldet, der akzeptiert dort auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und was Sie da so alles akzeptieren, da ist das, was wir hier von rechtlicher Seite haben, ja eigentlich ein Kindergeburtstag dagegen, weil da akzeptieren Sie ein amerikanisches Weltbild unter anderem auch. Und was wir eben auch festgestellt haben, wir hatten im Ausschuss Digitale Agenda eine Anhörung und da war die Vertreterin von Facebook nicht mal in der Lage, beziehungsweise sie war nicht mal willig, uns dem Deutschen Bundestag mitzuteilen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich diese Beschwerden bearbeiten. Und da kommen wir doch auch so ein bisschen mal zu dem Hintergrund der Kritik, die von Seiten der Unternehmen kommt. Das sind große, mittlerweile multinationale amerikanische Konzerne, die vor allem ein Interesse haben, möglichst viel Geld zu verdienen. Und wenn sie ein vernünftiges Beschwerdemanagement wie jetzt einführen müssen, dann verringert das erstmal den Gewinn, weil sie müssen Mitarbeiterstellen schaffen. Und das ist erstmal das Ergebnis dieses Gesetzes. Und ich glaube, das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Ergebnis, meine Damen und Herren. Und außerdem meine ich auch, dass es in dieser Debatte gut gewesen wäre, der eine oder andere beziehungsweise die ein oder andere hätte vielleicht auch mal in das Gesetz reingeschaut. Das soll ja manchmal helfen. Da wird viel erzählt, was da alles drinstehen würde. Nur wenn man das Gesetz dann mal anschaut, da steht nichts von Hate Speech drin. Diese ganzen unbestimmten Rechtsbegriffe, die hier in die Debatte eingeführt wurden, da würde ich gerne mal die Fundstellen im Gesetz sehen, weil die hat man explizit da eben nicht reingeschrieben. Und ich glaube, das ist eben auch was, was man einfach mal in der Debatte klarstellen muss, weil sonst werden hier Mythen erzeugt, die das Gesetz überhaupt nicht hergibt, meine Damen und Herren. Abschließend ist, glaube ich, auch
für die Bürgerinnen und Bürger wichtig zu verstehen. Es ist ein Durchsetzungsgesetz. Wir haben hier keine neuen Rechtstatbestände geschaffen, was Sie online äußern dürfen und was nicht, was ein rechtswidriger Inhalt ist oder was nicht. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist mal wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, weil es wird hier so getan, als hätte der Bundestag in der letzten Legislaturperiode hier etwas beschlossen, was es so gar nicht gibt. Und am Ende des Tages hat ja auch, und das sollte sich jeder von uns klar machen, die Möglichkeit, sich zu überlegen, wenn er Schrott gepostet hat, diesen vielleicht auch selbst wieder zu löschen. Wenn ich mich morgens um 8:30 in den leeren Bundestag stelle und ein Foto davon mache, dass die Reihen der anderen Fraktionen leer sind, dann kann ich auch erkennen, dass das vielleicht keine so gute Idee war und es selbst wieder rausnehmen. Das ist ja etwas, das sollte uns alle versöhnen. Vielen Dank. Jens Zimmermann war das für die SPD-Fraktion, der hier noch mal einiges klargestellt hat, was wirklich in dem gültigen Gesetz drinsteht, bevor man über Gesetzentwürfe spricht, die das Gesetz aufheben oder verändern wollen. Jetzt der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen und an Sie von der AfD, ich fand Ihre Standing Ovations bei der ersten Rede durchaus beeindruckend. Es war nicht beeindruckend zu sehen, mit was für einem dünnen Sachvortrag man bei Ihnen Begeisterungsstürme auslösen kann. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche für das ganze Haus, wenn ich sage, wir haben im Sommer 2017 uns es beileibe nicht leicht gemacht bei den Beratungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und gleich die allererste Frage, die wir aufgeworfen haben, war die Frage, gibt es in diesem Bereich Regelungsbedarf? Und wir waren uns fraktionsübergreifend alle einig, dass es uns am liebsten gewesen wäre, wenn diese Art der Regelungen von den Unternehmen, von den Plattformanbietern selbst vorgenommen worden wäre. Und wir alle waren uns darüber einig, und das macht das Thema so wahnsinnig schwierig, dass es am Schluss um das Auflösen eines Spannungsverhältnisses geht, nämlich auf der einen Seite dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und auf der anderen Seite eben auch Grundrechten, wie zum Beispiel dem Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz. Mit Ihrem Antrag geben Sie heute zu erkennen, es gibt diesen Regelungsbedarf nicht. Wenn man aber dann ins Netz schaut, dann will ich das schon etwas anders beurteilen. Und Herr Präsident, Sie gestatten, dass ich da mal einen Dialog zum Besten gebe, wie man ihn auf Facebook findet. Da schreibt jemand über eine Person des öffentlichen Lebens in Deutschland, ich zitiere, warum wird dieses Biest nicht gesteinigt? So eine hat doch null Charakter. Für Geld und Macht verkauft die sich doch zur Not auch selbst. Und wieder ein anderer schreibt, kann der Alten nicht irgendjemand in den Kopf schießen? Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass Ihr Antrag mit drei Denkfehlern behaftet ist. Erstens, Aussagen dieser Art sind nicht vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung umfasst. Weil dieses Grundrecht eben nicht schrankenlos gewährt ist, sondern es wird an der Stelle beschränkt, wo es Grundrechte anderer tangiert, wie hier das Grundrecht auf Persönlichkeit. Der zweite Denkfehler ist, dass es eben keine Regulierung durch Facebook gibt und Co., die wir uns sehr wohl gewünscht hätten. Beide Kommentare sind an Facebook gemeldet. Ich kann Ihnen die Antwort von Facebook vorlesen, die lautet da, wir haben den von dir im Hinblick auf Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Und da bin ich beim dritten Denkfehler. Bereits heute, und es ist schon angeklungen, reguliert, zensiert Facebook nach Maßstäben, die wir nicht kennen, nach Maßstäben, die nicht transparent sind und die versteckt sind in ihren Gemeinschaftsstandards. Und dort habe ich von Ihnen noch an keiner Stelle irgendein kritisches Wort gehört, dass Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt unterbinden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Frohnmeier, AfD. Ja, aber mit ganz großem Vergnügen.
Ja, Herr Kollege, machen Sie das eigentlich mit Absicht? Immer wieder wird hier wiederholt, dass die AfD rechtsfreie Räume will im Internet. Das stimmt doch gar nicht. Hätten Sie uns zugehört, dann wäre doch deutlich geworden, dass wir einfach nur sagen, dass sowas in Gerichte gehört und nicht an private Unternehmen übertragen werden soll. Das ist doch live Fake News, was Sie hier gerade machen. Sie bringen mir schon das Stichwort mit Fake News, dazu wollte ich gleich was sagen, aber jetzt ganz kurz zu Ihnen. Wir haben einen Unterschied zwischen einer Aussage, die jemand in einem Zwiegespräch sagt, die dann justiziabel ist, oder einer Aussage, die jemand ins Netz stellt und die sofort um die ganze Welt eilt. Bis hin zu Bildern. Es gibt ein Beispiel von einer 15-Jährigen, die ist auf einer Party vergewaltigt worden. Das Video ist ins Internet gestellt worden und hat sich über die ganze Welt verteilt. Das Mädchen hat nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen, war dann drogenabhängig und hat sich irgendwann das Leben genommen. Es gibt ein weiteres Beispiel von einem Mädchen, das mit 12 Jahren Opfer von Cybergrooming geworden ist. Das heißt, sie hat sich dazu verleiten lassen, Nacktbilder von sich einem fremden Mann zu schicken und damit ist sie erpresst worden. Auch diese Bilder standen dann im Netz. 3 Jahre später, nach Drogenabhängigkeit, hat sich dieses Mädchen das Leben genommen. Und ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber das zeigt sehr schön den Unterschied, dass es wichtig ist, dass es doch wichtig ist zu unterscheiden, dass eine Äußerung im Internet, ein Bild, das ins Internet gestellt wird, von den Auswirkungen und von den Dimensionen eine ganz andere Größenordnung hat. Und am Ende wischen Sie das alles weg. Das, was ich zitiert habe, die beiden Beispielsfälle, die ich gebracht habe. Und das aus einem einzigen Grund, weil das die Mittel Ihrer politischen Arbeit sind. Sie arbeiten mit Fake News, Sie arbeiten mit alternativen Fakten und Sie arbeiten mit Agitationen, wo es nur um eines geht, die Ängste dieser Menschen, die Ängste der Menschen in unserem Land zu schüren. Und diese Agitation steht dieses Gesetz im Weg. Und das ist auch gut so. Alexander Hoffmann war das für die CDU-CSU-Fraktion der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Ja, wer bestimmt rechtlich und tatsächlich die Regeln im Netz und wie wird dabei trotzdem Meinungsfreiheit gewährleistet, die aber nicht in persönliche Diffamierung oder in Hass Kriminalität übergeht, ein schwieriges Thema. Man hat es in der letzten Legislatur gelöst oder versucht zu lösen durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie dieses Gesetz letztendlich dann wirklich wirksam wird, das wird sich in der Tat erst zeigen. Es ist hier angesprochen worden ab 1. Januar, denn es gibt eine 3-monatige Übergangsregelung, damit die sozialen Netzwerke ein wirksames Beschwerdemanagement aufbauen können. Also ab 1. Januar gilt es dann tatsächlich.